Sechs Paare im Finale. Your first dance. Aus Südafrika, Beate Ohnevater und Michael Wenting. Klaren Favoriten. Zwei Paare aus Slowenien. Zwei deutsche Paare und ein Paar aus Russland. Und es geht natürlich los mit der Samba. Da haben sie das gleiche Bild, die Südafrikaner. Sie sind Sieger in Blackpool und Vize-Weltmeister. Und ihr Ziel für dieses Jahr ist der WM-Titel. Mit der Startnummer 222. Das Paar vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim, Sabine Gramski und Michael Torres, die deutschen Meister. Und aus Slowenien die Startnummer 194, sehen Sie im Hintergrund. Sie sind 10 Tänze Weltmeister. Die amtierenden Weltmeister sind nicht am Start. Charlotte Extrand und Holger Lietzsche. Und dadurch natürlich die Bahn frei für dieses Paar. Sie sind heute in dieser Sektion ungefährdet. Also nach dem Wechsel der amtierenden Weltmeister ins Profilager, jetzt die Bahn frei. Couple number 14, Michael Wenting, Beata Ohnevater. Und es zeigt sich auch gleich bei der ersten offenen Wertung hier. Der erste Platz, bis auf eine, zwei. Da dürfen Sie nochmal genau beobachten, das wird noch interessant. Couple number 113. 5, 6, 6, 4, 6, 5, 3, 5, 6. Platz 6 für das Paar mit der Startnummer 113. Aus Slowenien kommen die beiden. 94. 2, 2, 3, 6, 5, 3, 5, 4, 5. Platz 7 für das zweite Paar aus Slowenien. Katharina Venturini und André Stupka. 3, 5, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2. Platz 2 für die deutschen Meister. Ein toller Erfolg. Couple number 313. 6, 4, 4, 3, 2, 4, 1, 6, 3. Und für das Gießener Paar Schlögel-Formica mit der Startnummer 330, Platz 3. Couple 412. 4, 3, 5, 5, 4, 6, 6, 2, 4. Das russische Paar belegt nach dieser Samba erst einmal Platz 5. Wir kommen zum zweiten Tanz, your second dance, Cha-Cha, Wolf bitte. Harry Körner hat es schon gesagt, Cha-Cha-Cha, der zweite Tanz. Und das Tanz- und Showorchester Wolf Kaiser aus Mannheim spielt dazu. Die Pforzheimer sind im April erst nach London gezogen.
Sie wollen sich absolut auf Ihre Tanzkarriere konzentrieren. Zeitlupenstudie des Paares im Cha-Cha-Cha. Hier kann man sehr gut Synchronität oder auch die Rumba, für viele lateinamerikanische Spezialisten der schönste Tanz. Die weichen fließenden Bewegungen, der Ausdruck, die große Emotionalität. Man sieht sie hier deutlich bei Paar 330. Sie tanzen für den TSG Blaugold Gießen. Und sie sind Zweiter der deutschen Meisterschaft. Sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at you. Looking out of the window, seeing out of the sun. So I choose freedom, running around crying. But nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't you disturb. Hier kann der dritte Platz jetzt schon Vorentscheidungen bringen. Alice Marlene Schlögl und Franco Formica, die deutschen Vizemeister. In den ersten zwei Tänzen lagen sie ganz deutlich auf Platz 3. Aber warten wir jetzt die offene Wertung ab. Kleine Vorbereitung für die nächste Runde werden dann noch gedroppt. 5, 4, 3, 5. Und auch nach der Rumba Platz 6 nach Slowenien. Couple 1, 9, 4. 3, 2, 4,
6, 6, 2, 5, 1, 6. Ja, meine Damen und Herren, das ist Platz 3. Der erste Tanz Platz 4, der zweite Platz 5 und jetzt Platz 3. Das war wieder Startnummer 222. 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 2. Auch wenn es ein wenig durcheinander geht, es bleibt auch hier der zweite Platz. Jetzt fahren wir in der Startnummer 330. 5, 6, 5, 2, 2, 4, 3, 6, 3. Und da bekommen die Gießener hier den vierten Platz. Und last but not least, das fahren wir in der Startnummer 412. 4, 4, 3, 5, 4, 6, 6, 5, 4. Und nach Russland geht Platz 5. Und Tschatscher waren sie noch auf Platz 4. Und diese spanischen Klänge, die kennen Sie. Es ist der Paso Doble. Die Entscheidung, was den Sieg betrifft, ist zumindest nach dem dritten Tanz schon ganz klar gefallen. Auch Platz 2 ist bereits sicher. Aber um Platz 3 und 4, da wird's noch eng. Dieser Paso Doble fällt ein wenig aus dem Rahmen der Lateintänze. Viele Bewegungen erinnern so ein bisschen eher an die Standardsektionen. Hier wollen wir nochmal eine Zeitlupenstudie des Paares der Startnummer 14 zeigen aus Südafrika, die Vize-Weltmeister. Sie sind bei den Amateuren absolut führend. Und sie sind die Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel. Sie trainieren mit Reinhard Galke aus Freiburg. 5, 5, 3, 4, 2, 3, 3, 6, 2. Da sind wir bei Platz 3. Und das war mit der Startnummer 412. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 4. Und damit ist auch hier die Entscheidung gefallen, Platz 5. Der kürzeste lateinamerikanischen Tänze, der Jive. Genau eine Minute dauert diese Darbietung. There's a guy.
Natürlich fällt hier einiges von den Tänzern ab. Es war ein langer Tag. Sie haben große Leistungen gezeigt. Und jetzt kann man Emotionen freien Lauf lassen. Wir zeigen Ihnen die Pforzheimer nochmal in einer Zeitlupenstudie ihres Jives. Nach dem etwas überraschenden 6. Platz in Blackpool, nur 6. Platz muss man da sagen, sind sie jetzt in London und wollen ganz nach oben. Für viele Paare ist es ganz wichtig, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England zu trainieren. Und alle Finalpaare bedanken sich beim toll mitgehenden Publikum. Und es fehlt uns jetzt noch eine offene Wertung für diesen Jive. Und wir sind gespannt, ob die 11 internationalen Wertungsrichter sich jetzt einig sind oder ob wir immer noch eine 2 sehen bei unserem Paar mit der Startnummer 14. Oh, oh. Er zögert und dann zeigt er die 1. Damit hat dieses Paar hier die 5. Sie also streben in diesem Jahr die Weltmeisterschaft an und ich denke, sie wird Ihnen kaum zu nehmen sein. Beate ohne Vater und Michael Wenting aus Südafrika. Auch hier für Sie zur Übersicht blenden wir noch einmal das Gesamtergebnis dieser Endrunde ein. Und damit ist auch dieser große Tanztreff in Mannheim zum 12. Mal zu Ende. Ich bin ganz sicher, diese Veranstaltung hat sich so fest etabliert, dass wir uns in Mannheim wiedersehen.